Hallo? Schon wieder wirklich. Und damit willkommen zurück zu Let's Play Together. Teso. Und heute dieser dunkle Herr hier in Schwarz mit einer tollen Kutte von Chanel Nummer 5. Na, keine Ahnung. Wir werden auch nämlich wieder auf Boss gehen. Wie auf diesen Boss hier vorne, der keinen Namen hat. Den netten Kollegen. Und gut. Wir nennen ihn Tod. Hat was, ja. Weil er uns wahrscheinlich alle umbringt. Ready, set, go? Ich würde noch mal kurz sagen, unbekannt. Stufe unbekannt. Schwierigkeitsgrad unbekannt. Typus Verlies Endboss. Weltverlies Endboss. Obwohl, kann man noch nicht sagen, wenn der letzte wenn wir jetzt erst den Weg zum letzten Ritualplatz frei machen müssen. Könnte das ein Zwischenboss sein? Fragezeichen, also. Ja, dann Fragezeichen, Fragezeichen, Fragezeichen. In Witcher heißt das nichts Gutes. In Witcher heißt das, nimm die Beine in die Hand und renn. Das stimmt. Ich kann ihn doppelt sehen. Ja, wenn ja, das genau von da kannst du doppelt sehen, ja. Es sieht krass aus. Das ist der LSD-Spot. Also. Auch von denen habe ich jetzt Angst. Hingehen? Ja, ich auch irgendwie. Okay, pass auf, ich greife ihn an, okay? Nein, wie geht's mal? Ja, warte mal, ich muss mal gucken, wo man der. Okay. Okay, gehen wir hin. Freundlicher Mensch? Der sagt. Das war eine Diebe. Stiftsvogt-Ohren. Stufe 24. Kommt mit einer Armee, die diesen Krieg für die Altmar beenden. Magier, das ist schon mal gar nicht gut. Das ist gar nicht gut, wenn es ein Magier drin ist. Aber noch haben wir noch gar nicht so viel Schaden gezogen. Habt ihr eine Ulti? Ja. Ja. Also ich will meine noch nicht einsetzen. Okay, hat sie erledigt. Meine? Supernova, wenn die Energie macht. Alter, ne? Okay, die spawnen schon glaube ich. Ne? Ja, die sind aber alle durch unsere Ultis umgefallen. Ach, cool. Verlies den Schaden gleich aus. Moment, Heilung kommt gleich, Heilung kommt gleich. War meine? Jawoll. Oh. Ich dachte schon, ein Ding wäre jetzt umgefallen. Synergie! Oh, dann ist es drin. Mach ja auch noch so ein bisschen. Die machen wir aber ganz gut. Oh, fuck, man, ich kann mich über den Gehen fassen. Ich bin gar nicht rum. Ich werde von Stilten gerade packen. Ja, ich gehe mal zurück, die anderen Comics machen. So, ach, manchmal gehen die automatisch weg oder was? Nee, okay, die sterben. Ich nicht. Okay, ist das gut. Zack. Der Tod so. Ist nicht das Ende. Das stimmt. Mann, sah die gefährlich aus. Sieger des Elenden. Oh, Baby, coole Axt. Na, ich hab da nichts Gescheites so mitbekommen. Hat Oranet ihre Seele vollständig verkauft? Ja. Ah, sieht cool aus hier drin. Ja. Ja. Was auch immer Oranet hier entfesselt hat, es könnte noch stärker sein, als sie es ist. Oh Mann. Macht euch bereit. Ouch! Kommt da noch was? Zum Reich des Vergessens. Sprech mit Tulira. Bakara. Ne, mit Tulira soll man sprechen. Ne, Bakara. Komisch, na gut. Oranet ist tot. Das Ritual wurde gebrochen. Dennoch ist das Böse noch hier. Es gibt eine Dunkelheit, die aus der Erde erwächst. Volk spricht mit Lichtern. Aus seinem Todessamen sprießt. Alle raus! Oranet würde uns alle töten! Oh oh. Die lebt noch. Ja. Alle raus, wir gehen alle rein. Wir müssen gehen. Bitte? Warte mal, ich will mal kurz warten, was passiert. Warnt die Gilde. Scheiße. Autsch. Schnell jetzt. Bakara kann dies nicht für ihn erhalten. Ich bin gleich tot, weil ich mich steckt. Was passiert mit euch? Ich hab ein Problem. In der Mitte ist ein Portal, da hingehen. Portal, ja, stimmt. Ich bin irgendwie gestorben. Ja, weil du hast dauerhaft Schaden bekommen. Und ich bin ins schwarze Loch reingesprungen, weil ich dachte, da muss ich hin. Ich hatte aber nicht genug Leben, um wieder rauszukommen. Okay, sprich das mit Lichtern. Komm, jetzt werd wieder lebendig. Verdammt. Werd lebendig, danke. Ah, jetzt bin ich raus. Oh, endlich. Och nö. Leichte Rüstung. Gedankt sei dem Ei. Ihr habt es auch rausgeschafft. Ich denke, Drachen ist tot. Na, bei mir auch. Ihr habt die Erschütterungen doch selbst bei mir auch. Gespürt. Muss ich ihm noch was zerstören? Hey, wie die Dunkelheit aus dem Boden emporströmte. Neue Leggings. Kannst du die noch gebrauchen? Ja. Ich werde an die Oberfläche gehen
und die Magiergilde alarmieren. Und damit hat man das Weltfeld auch abgeschlossen, oder? Wir können ja pausieren, um das hier zu sehen. Deswegen. Etwas Schreck. Ich weiß nur, dass die Dunkelheit nicht das Ergebnis der Nekromantie war. Auch wenn ich nicht. Ein Fertigkeitspunkt erhalten. Yay. Hab schon gefunden. Rang 32 bei zwei Händler erreicht. So, das geht auf Leben. Gerade mal gucken. Ja, ich kann jetzt. Hält der fit? Ey, ich bin Stufe 40. Ey, awesome. Nice. GZ. Stufe 40, Stufe 40. Niemand kann mich aufhalten. Niemand kann mich aufhalten. Stufe 40. Wow. Unbesiegbar. Ja, ist echt so. Da fehlen ja nur noch 10 Level bei dir, bis du Höchstlevel, also bis du das normale Höchstlevel hast. Ich kann jetzt. Zerstörungsexperte. Ah ne, das hatte ich ja schon vorher. Das konnte ich schon vorher nehmen. Am besten machen wir das nach Eldenwurz und verkaufen erstmal das ganze Zeug. Würde ich auch sagen. Dann mache ich mir schon mal auf den Weg hin. Aber ich glaube, viel mehr haben wir nichts tun, kann das sein? Nö, halt noch ein bisschen rumgammeln und Quatsch machen. Die Folge noch fertig machen. Was ich meine, so allgemein vom Gebiet, hier kann man schon weiter eigentlich ins erste Gebiet, oder wie ist das bei uns? Ich würde hier halt noch die Quests fertig machen, die wir hier noch so haben, ne? Damit wir. Aber also in der Folge nach dieser Together-Aufnahme, da kommt man nicht schon weiter, ne? Ach so, ich überlege. Die Kämpfergilde noch. Genau, die Kämpfergilde. Die machen wir noch. Die würde ich auf jeden Fall noch zuerst machen. Aber die war noch ein Audon. Oder? Ja, ich glaube, die gibt's auch hier. Und die gibt's auch bei jeder Kämpfergilde. Ja, ich habe so das Gefühl, diese Gilden sind immer so fortlaufend, die gehen durch alle Kontinente. Ja, ja, sowieso. Und zwar kriegst du immer eine neue Gildenquest, wenn du das nächste Level der Gilde erreicht hast. Wir sind bereit, das heißt, wenn du jetzt Magiergilde Level 4 bist, dann hast du schon 4 Magiergilde-Quests gehabt. Wir können nach Waren Aquilarius zurück. Und das Amulett der Könige können wir jetzt finden. Ach, Elmons war ja gleich hier, stimmt ja. Naja, es ist der Vorteil. Da ist man so leicht. Halt, hier kann man ja einfach hier ausmachen. Rennt euch hinterher. Hab ich gar nicht gesehen. Ich auch nicht. Ist nur aus dem Augenwinkel die Farbe wahrgenommen. Oh, beige. Ja, genau. Ich glaube, wir könnten eine neue Rüstung machen. Ich glaube, ich gehe mal eine neue Rüstung machen. Ja, oder das kann ich nämlich jetzt auch machen. Das mache ich nämlich jetzt auch. Ja, ich nicht. Mal wieder ein bisschen Crafting noch hinten dran hängen. Crafting mit Crafting. Hashtag Crafting und Hashtag Knispel. Aber Knispel auch mit Kuh, ne? Nee, hast du nicht Kuspel. 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 Kuspel Math. Knispel. Was ist das für ein Name? Noldrokon Schattenkrieger. Noldrokon sagt mir irgendwas. Weiß noch nicht was. Hab schon mal gehört. Mir sagt das nichts. Gut zu wissen. Warum kriege ich immer diese Nachrichten? Ja, wie schön. Jemand hat in Drangenstern Arena gewonnen. Toll. Danke. Krieg ich gar nicht. Immer diese Leg Spikes hier. 27 Feineisenerz. Ich glaube, ich werde mit diesem Charakter kein PvP machen. Okay. Nicht geeignet, oder wie? Einerseits, doch, eigentlich schon geeignet, aber mich nerven damit diese Meldungen, die zwischendurch kommen. Die kann man leider nicht abschalten, also werde ich das nicht machen. Okay. Zumindest nicht mit diesem Charakter. Das nervt mich. Aber Eldenwurz ist scheiße, ich gehe noch Wurkelwacht. Ah. Ach, kein Tatplatz, stimmt, ich vergesse das immer. Ja, dann musst du erstmal. Verkaufen. Verkaufen, ja, verkaufen. Man muss ja auch nicht alles verwerten. Ich habe 33 geschliffene Eiche. Meine Güte. Was soll ich denn damit? Ah, da habe ich glaube ich sogar noch mehr. Insgesamt. So. Lol, Junk verkauft. Schon habe ich wieder 16 Plätze frei. Ich habe erst 53. So viel habe ich gar nicht benutzt hier. Ich bin gespannt, was ich bei Stufe 40, ob ich eine neue Rüstung brauche.
Vielleicht sollte ich mich erstmal ausrüsten, bevor ich alles kaputt mache an Rüstung. Das wäre vielleicht eine Idee. Na gut, meine alte Rüstung ist immerhin 4 Stufen unter deinem jetzigen Level. Ja, da kannst du wahrscheinlich Besseres noch herstellen. Eben und ich kann aber ich glaube, verwerten, aber ich glaube, aufwerten wird schwierig, weil ich kaum Saum habe. Ich kann ihn nicht aufwerten. Das reicht nicht mehr. Ich kann die Rüstung nicht mehr grün machen. Oh, Errungenschaft freigeschaltet, Verwerter-Experte. Ach, die habe ich schon vor Jahren. Ja, aber wenn man nicht so viel verwertet. So, was haben wir hier noch Tolles? Oh, hier habe ich richtig viel Stoff. Natürlich habe ich von allem am meisten Stoff. Gibt es eigentlich ein Höchstlevel bei Schneiderei? Bestimmt, wie bei allen, nehme ich an, oder? Over 9000. Ja, so ungefähr. So, herstellen. Errungenschaft, Verewigungsgeselle, cool. Das wird die Spinnenseide sein. Ja, das habe ich, glaube ich, schon, die Errungenschaft. So, jetzt noch Schreiner, mal gucken, wie viel Holz ich habe. 41 ja? Unbearbeitete Eiche. Lol. Das wird nix. Die Rüstung, die ich jetzt habe, die hatte ich, stimmt, die hatte ich blau gemacht und deswegen ist die stärker als Stufe 40. Gut, hat sich erledigt. Ich werde die nicht mehr aufwerten. Das heißt, wenn ich jetzt Rüstung mache, dann ist die im Endeffekt schwächer als die, die ich jetzt schon anhab. Ach stimmt, blau kannst du doch mit diesen Verstärkungsdingern da machen, oder? Mit Stickerei, genau. Ihr habt da aber genau. Eine schöne. Jetzt muss ich mal ganz kurz, oh, 27 Warneisenerz nochmal, hab ich doch gerade schon. Ah ne, ging eben nicht. So rum. Herstellen. Bitte mit Feineisenerz. 8 Stahl. Ich will keine Axt. 12 Stahl würde Kyras, ich meiner macht. Das wäre besser. Meiner macht 948. 990. 948 mit 200 maximal. Ne, das mache ich nicht schon mal. Ein Kyras mache ich schon mal nicht. Die 50 Rüstung kann ich verzichten. Stahlpanzerhandschuhe. Boah, ich mache mir jetzt neue Waffen. Ich kann meine Stahlpanzerhandschuhe-Rüstung mal eben um 300 Punkte erhöhen. Ah, Mensch. Wir hatten deine alte Schwerrüstung gemacht, die für Schutz, wenn du den hast, was nicht mehr machst. 427. Ich habe eine mit 700. Von 680 auf 727. So, was habe ich noch? Das ist gut. Oh, ich habe die Schuhe. Warte mal, Schuhe. 773, ich bin so ein Idiot. Können die sogar episch machen? Ich bin ein Idiot. Ja und? So, nochmal verzaubern. 865er Hosen. Das kann ich noch machen. Das nennt ihr Tempel? Ich habe schon schlummernde Argonen. So, hat sich auch mal das ganze Zeug sammeln gelohnt. Schulterschützer werde ich wahrscheinlich nichts Besseres machen können. Nee. Gürtel. Diamant, nee. Gürtel macht 331. Haben wir auch was Besseres. Okay. Aufwerten. So. Nee, halt. Grüße. Erstmal ausrüsten. Das war reparieren wäre nicht schlecht. Mach ich mir die Schneiderei nochmal. Das war klug. Verwerten. Ich war gar nicht bei der Bank. So, was sind die Hosen? Genau, die kann ich verwerten. Da musst du genau aufpassen, was du machst, ohne Witz. So. Kannst du auch Sachen aus der Bank verwerten, versehentlich. Ja, ja. Rüstung. Wieso? Genau, Rüstung. Jetzt werte ich mal meine weißen Hosen. Wieso kann ich... Wählt eine Rüstung. Wieso kann ich meine Rüstung da nicht reinziehen? Ach, weil ich... Ich kann die doch blau machen. Ich habe doch 5 von diesen Dingern. Wie geht denn das? Stimmt, ich habe immer noch die unvergängliche Abhandlung von... Ach, wie heißen der? Von Hermeus Mora bekommen. Ach so. Wenn wir uns in der nächsten Folge bekommen. Boah. Anschauen. 100%. Ich mach mal 100% Chance. Das kostet mich 5 Hornsteine, aber es ist mir egal. Lala! So, meine Hosen machen jetzt 900 Rüstung. 900, fast 1000. Ich kann die sogar noch mal stärker machen.
Nett. Wenn ich die blau mache. Ich glaube, das mache ich sogar. Und zwar... Wie viel? 15. Oh. Mit 90%iger Wahrscheinlichkeit. Nee, mit... Ach so. Mit 75%iger Wahrscheinlichkeit versuche ich die jetzt blau zu machen. Wünscht mir Glück. Es ist geglückt. Meine Hosen machen jetzt 1072 Rüstung. Hm. episch und legendär kann ich die leider nicht machen. Da fehlen mir noch die Materialien zu. Das, aber ich finde das Crafting... Das Crafting... das ist mir echt cool. 1072 Rüstung. Warte mal, ich guck mal, wie viel gesamtphysische Abwehr ich jetzt habe. Moment, wo steht das? Rüstung. Ich habe insgesamt 6173 Rüstung. Ah, geht ja noch. Nicht übertrieben, nein. Nein, überhaupt nicht. Aber als Tank. Ich habe noch 5800. Aber guck mal, wo bist denn du? Guck mal, guck mich mal an. Wie sieht die Rüstung aus? Dämlich. Und die Hosen? Auch dämlich. Geht so. Mach die jetzt noch bunt. Ich finde grau eigentlich schon ganz cool, aber jeder läuft hier in grau rum. Deswegen färbe ich die jetzt eben noch ganz cool. Power Ranger. Ich färbe mich auch mal um. Habe ich neue Farben bekommen? Ich habe noch keine seltene Farbe. Oh nicht. Das mondt einen. Ich habe schon eine seltene. Ikonoklast. Bündnisblau habe ich. Überlegener Plünderer. Ich habe, glaube ich, Errungenschaft Ebensammler. Meistererkunder von Gradwald hat eine Farbe gebracht. Gradrindenbraun. Okay. Ungewöhnlich. Maorma Grau. Wala Weiß. Sieht cool aus, das Gradrindenbraun sieht mir ganz cool aus. So ein bisschen wie Bronze. So, ich. Andere Mal. So. Jetzt gerne, ich habe geändert. Mein Spiel ist abgestürzt. Ich werde es aber eben noch fertig machen. Oh. Mann. Wir könnten auch sagen, so machen wir einen Cut, mal gut. Ich male das eben noch fertig an. Und dann. Muss nicht im nächsten Aufwärmen machen? Ja, im Zweifelsfall müsste ich ja trotzdem sagen, dass die Folge jetzt zu Ende ist. Stimmt auch wieder, na gut. Was skill ich denn mal? Ich habe so viele Skillpunkte. Denk daran. Wenn die Uncut Version bei Telopis ist. Boah, ich begebe mich mal wieder zurück nach Schnittermark. Oh. Baba hat auf jeden Fall schon mal eine richtig coole Aufnahmesession. Hat Bock gemacht. Mhm. Ja, auf jeden Fall. Bis auf den Zwischenfall mit dem Internet. So, da sind wir wieder. Mein Spiel ist immer wieder abgestürzt. Wollte mal wieder. Es macht ja auch Spaß, wenn das Spiel abstürzt, glaube ich. Ja, auf jeden Fall. Zack. Volle Kanne mit dem Ellbogen ins Mikrofon reingerammt. Annehmen. So. Obwohl, ne, die Hose gefällt mir noch nicht. Ich würde ganz gerne noch. Bei der Hose. Ah ne, halt. Das blau. Ach, das ist schon blau. Was ist das denn? Blau bei der Hose sieht komisch. Ah ne, es ist grau. Blau bei der Hose sieht komisch aus. Ja, dann ist mir auch egal. So. Sehr schön. Dann sind wir soweit durch, würde ich sagen. Ich denke doch. An dich, Trilo, vielen Dank, dass du dabei warst, dass du uns Golf machst. Und jo, gerne. Sehr viel Spaß gemacht. Genau, an den Spaß, den du uns bereitet hast. No homo. Auf jeden Fall war es das. Wir werden uns wahrscheinlich das nächste Mal mit Trilo, sofern er denn Lust hat, in Grünschatten wieder treffen, wo wir dann das Ganze nochmal machen werden mit Bossen und diesem Weltverlies oder was das ist. Und jeder Menge Tod. Aber das später. Genau. Und ansonsten geht's für euch morgen bei uns weiter mit wahrscheinlich der Kriegergilden-Quest, wenn ich das richtig sehe.
glaube doch, ich denke doch. Ja, und bei mir geht's dann weiter, wenn wir uns hier unten irgendwie im Fall nächsten die Herbststätte rumlaufen. Aber wahrscheinlich werde ich doch eher das Tiefbauts Steingrabverlies machen. Ja, das klingt gut und wie Zukunftsmusik in unseren Ohren. Das dauert noch eine Weile. Noch ein paar Staffeln werden vergehen, wenn wir da hinten kommen. Aber gut. Genau. Leute, schaut beim Pilo vorbei. Genau. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und macht's gut. Bis morgen. Tschüss. Tschüss.